Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute möchte ich euch mal die Alkohol Inks von Octopus vorstellen. Die werden in Deutschland produziert, ist auch mal ganz wichtig. Nicht, dass man immer so viel aus dem Ausland bestellen muss. Habt ihr hier bekommen. Ist vielleicht auch ein bisschen Eigenwerbung von mir, da ich die dann auch in meinem Shop anbiete. Könnt ihr dann auch mal reinschauen, ich verlinke es auch unten. Unter helpa.de. Und zwar Alkoholinks 30 ml, also auch nicht so kleine Fläschchen, sondern recht viel drin. Es gibt dann hier schöne Transparente und schöne Namen, finde ich auch, Deep Sea, Lagoon, Red Wine. Was auch gut ist, finde ich, und zwar habt ihr opake, also deckende Farben auch noch. Also sind im Prinzip keine Grenzen gesetzt. Steht auch mal schön dran hier. Die opake bzw. Metallic Farben immer gut schütteln. Wonderland zum Beispiel ist auch etwas dunkleres Gold. Dann Gold Rush oder Silvermine. Und die immer vorher gut schütteln, weil die Metallic Pigmente setzen sich natürlich ein bisschen ab. Okay. Ich habe ein bisschen mal ausprobiert. Vielleicht auch interessant für euch zu wissen, das ist jetzt im Prinzip ganz normales Jupo-Papier. Also dieses von Lana, kennt ihr wahrscheinlich auch, die sich damit beschäftigt haben. Wenn man es sehr verdünnt, seht ihr hier, man hat kaum Ränder. Also ich nehme im Prinzip Alkohol, muss ich auch dazu sagen, Isopropanol, 99,9% Alkohol. Es gibt da auch einen Blending Solution, ich denke mal, das ist besser abgestimmt auf die Farben. Aber gut, dann seht ihr hier den anderen Unterschied, hier die Ränder, wenn man es normal macht. Ist natürlich auch eine Übungssache. Und wenn ihr die Farben zu stark überlagert, das heißt praktisch zu viel ineinander mischt, dann wird es erstmal dunkel und vielleicht auch ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal übertrieben gesagt, dreckig. Und ihr seht auch hier diese schwarzen oder dunklen Punkte, dunklen Stellen. Das sind dann die Ränder, wo sich die Farbe zu stark aufeinander absetzt. Da müsst ihr einfach darauf achten und natürlich auch ein bisschen Übungssache, ganz klar. Ich habe hier auch mal ein Testbild gemacht, wo man sehen kann gut, dass es auch nicht so spiegelt. Auch mit Gold und Silber ein bisschen. Wie gesagt, muss ich dazu sagen, mir auch ein bisschen zu dunkel geworden, aber kein Meister ist vom Himmel gefallen. Weil jede Farbe ist ein bisschen anders. Gut, ich würde sagen, lasst uns ein kleines Intro machen, dann lasst uns starten. Dann bis gleich. So Freunde, das ist ein Gesso-Malbord. Gibt es bei Bösen oder Gerstecker. Ich benutze die immer gern, also jetzt nicht gerade so Jupo-Papier, sondern hier kann ich im Prinzip danach auch Harz drüber machen, als Beispiel, wenn mir das Bild gut gefällt. Die jetzt vielleicht noch nicht kennen, kann ich ja mal zeigen. Habe ich ja hier gemacht dann, ihr seht es. Finde ich eigentlich schöner dann, wie wir jetzt nur so ein Papier im Rahmen rein. Aber es ist jedermanns Sache. Jeder wie er will. Okay. Ich werde im Prinzip jetzt einfach mal anfangen. Ich weiß ja nicht, ob ich die opake nehme. Auf jeden Fall etwas am Anfang mehr verdünnen. Und dann schauen wir einfach mal, was rauskommt. Okay, einen Föhn nehme ich. Einen ganz normalen, handelsüblichen Haushaltsföhn. Naja, etwas dreckig. Muss mir dann vielleicht auch mal so einen kleinen Reiseföhn oder was holen. Machen ja auch viele. Okay. Was ich jetzt am Anfang mache, nämlich etwas Alkohol schon drauf, damit die Anfangsfarben etwas verdünnt werden. Machen wir da einfach ein paar Tropfen drauf. So. Fangen wir mit helleren Farben an. Karot,
Also wie so eine Karotte, denke ich mal. Setz mir da ein paar Punkte. Nimm mal dieses Emeraldgrün. Red Wine vielleicht noch ein bisschen, weil das Grün ist etwas dunkel. Und jetzt fangen wir das mal an zu verpusten und etwas zu trocknen. Kleine Stufe auf kalt mache ich. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Also kleine Stufe nehme ich und auf Kaltluft eigentlich. So, und da seht ihr jetzt eigentlich schon einen Unterschied. Hier hat es sich gut verteilt. Hier ist es etwas aufeinander gelaufen. Und das ist der Punkt, das könnt ihr immer wieder etwas aufhalten mit dem Alkohol. Und dann auch noch etwas verteilen wieder. Ja, und da seht ihr jetzt dann praktisch das Dunkle. Was aber nicht so schlimm ist am Anfang. Und ihr seht, ihr könnt das immer wieder anlösen. Und auch Effekte reinmachen. Könnt ihr auch tunken oder sonst was machen. Was nehmen wir denn jetzt noch? Ein bisschen Blau dazu vielleicht. Das verdünnen wir jetzt auch gleich mal. Übrigens habe ich es noch eine Stufe wärmer gemacht, ist vielleicht besser. Deep Sea. Ein dunkles Blau. Beziehungsweise Grün.
zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man es einfach mal laufen lassen kann, ohne dass man irgendwas föhnt. Also hier hat man jetzt wirklich einen dunklen Punkt, gefällt mir nicht so. Na komm, sind wir halt. Jetzt ziehe ich jetzt einfach mal eine Leine. Ihr müsst auch nicht immer verpusten, ihr könnt auch etwas laufen lassen. Aber es trocknet halt schneller auch so. Ich überlege gerade noch, was mir nämlich fehlt. Honey habe ich noch. Olive, naja. Navy Blau. Und das ist Honey. So, Silber, wie gesagt, schütteln. Gut schütteln. Mal sehen, wie das arbeitet hier. Und ich finde halt das gut hier bei Octopus, dass die viel besser verlaufen wie jetzt bei, ich hatte auch die von Ranger und so weiter schon probiert. Nicht mehr dieses Gold Rush.
etwas zu viel Silber. Ja, das kommt auch cool. Das lasse ich jetzt einfach mal so laufen. Weil bei Metallic ist es immer schön, dass es sich an die Ränder absetzt. Und da ist zu viel Silber noch. Einfach ein bisschen Alkohol drauf und lass es ein bisschen einweichen, dass es wieder sich ablöst. So. Bringen wir mal noch ein bisschen Farbe ins Spiel, wieder Rot rein. Das ist Red Wine. Können wir fast von sich aus laufen lassen, da brauchen wir gar nicht viel machen. Die, die mich kennen, ihr wisst ja, ich stehe mehr auf dunkle Bilder. Vielleicht nicht jedermanns Sache, aber gut. Machen wir das mal anders nochmal. Tropfe hier nochmal Alkohol drauf. Und das ist Honey.
Seht ihr, wie das wirkt, arbeitet? Da noch ein bisschen rot. Ja, es ist immer besser gemacht, Schritt für Schritt, nicht zu viel. Punkte auf einmal setzen und jedes Stück einzeln bearbeiten. Ups, habe ich da Strich gemacht. Aber ich kann es natürlich nicht lassen, ihr wisst ja, wie ich bin. Einfach mal laufen lassen, wirken lassen. Und wenn es zu dunkel kommt, noch ein bisschen Alkohol rein. Ja, der Nachbarhund. Jetzt haben wir eigentlich schon eine Herzform, ne? Okay. Ich denke mal, man kann da unendlich spielen. Ich kann da jetzt, glaube ich, noch stundenlang weitermachen. Ich setze hier nochmal ein paar Punkte einfach, wo es mir vielleicht auch zu dunkel ist. Und dabei kommt ja die schöne Ringformen dann. Und dann würde ich das aber auch mal so lassen.
hier vielleicht noch zusammensetzen. Dass hier kein Lüftchen ist. Jo. Wie gesagt, kein Meisterwerk, soll aber einfach mal zum Zeigen sein. Da gibt es wahrscheinlich einige von euch, die das viel besser kennen, die schon länger Erfahrung damit haben. Aber mir gefällt das recht gut und dadurch möchte ich da auch vielleicht ein bisschen mehr in Zukunft bringen. Jo. Also. Ich muss mich auch an die Farben natürlich erst gewöhnen, die reagieren anders. Ja, schön fest, wasserfest bleiben sie nämlich auch. Okay, ich denke mal, oder ich hoffe es, dass es für euch ein bisschen hilfreich war. Also die, wo Lust drauf haben, weil ich brauche halt auch mal die Abwechslung. Ich nicht nur Acrylgießen oder sonst was, sondern einfach mal das, mal das, mal das. Sonst wird es mir schnell langweilig. Ach so, ja, ich wollte euch das vielleicht auch nochmal zeigen. Ganz, ganz neu ist rausgekommen und zwar... Das sind Resin Ink, also für Harzgießen. Also eigentlich auch auf Alkoholbasis, aber speziell für Resin. Und die sollen dann auch keinen Braunton geben im Harz, was öfters anscheinend mal passiert ist. Da würde ich das nächste Mal auch noch was bringen. Mit Harz natürlich, ganz klar. Gut, und dann, wie gesagt, schreibt mir die Kommentare, wenn ihr vielleicht auch noch mehr sehen möchtet. Dass ich noch mehr Sachen mache. Ich würde auch wieder testen, ausprobieren und so weiter. Und hoffentlich auch schöne Bilder rauskriegen. Dann wünsche ich euch was. Schreibt mir die Kommentare. Bleibt gesund. Und halt, halt. Bis zum nächsten Mal. Wollte euch noch was zeigen. Ich habe das Bild noch in Ruhe nachbearbeitet. Habe noch mit Opak, also deckende Farbe, in diesem Hellblau. Und habe etwas herumgespielt mit Gold, Silber. Und das wollte ich euch noch zeigen. Okay, bis dann, tschüss.